Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stay mit mir, Mr. Sick. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, das ist meine dritte Aufnahmesession. Ihr seht es unten, 37 Stunden, die ich weg bin, 5 Stunden, die wir gespielt haben. Ich verbinde mal, mal gucken, ob wir diesmal wieder angemeckert werden. Räusper, Räusper. Ach ja, genau, wir standen vor der... hinter der pompösen, verlockenden Tür Nummer 1 oder den wenig eingeladenen Pavasas Angst beängstigenden Tür 2. Verdammt, jede Entscheidung gleich einer Angstattacke, die nur darauf wartet, mich wie ein Tiger anzusprechen. So, 1 war die komische Tür, die prachtvolle Tür, die blendende Tür Nummer 1. Ich wette auf die hässliche Tür Nummer 2. Naja, gehen wir mal den Instinkten nach und sagen wir mal 1. 2, weil verwahrlost und so weiter und so fort. Mag er uns eigentlich noch? Nee, nicht mehr so. Hey, du bist zurück. Ja, bin ich. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Naja, das würde ich jetzt schreiben. Und du gabst mir so viel davon, dass ich von all meinen Problemen geheilt bin. Jetzt wird man nicht sarkastisch. Und ich nicht mehr brauche. Macht noch Spaß, aber bitte bleib dieses Mal. Ja. Gucken, ob wir sterben. Okay. Sieht aus wie ein Bad oder was? Willkommen im Haus eines Größenwahnsinnigen. Der beschlossen hat, sich die Nachbildung eines römischen Brunnen in den eigenen vier Wänden zu stellen. Aber dann aber zu sich sagte, ach, hier fehlt noch irgendwas, wie wär's mit dem kochenden Wasser? Dieser Typ muss es wirklich, muss eine wirklich dicke Haut haben. Es sind etliche Wasserdüsen, die mit hohem Druck spritzen. Aber ich kann am Boden des Brunnens etwas glänzen sehen. Und dafür bin ich wohl hier. Puh, kann sein, dass du die falsche Tür gewählt hast? Naja, wir und nicht ich. Das hier wäre die hässliche. Vielleicht führt die andere zu einer prachtvollen Oase. Mit erfrischenden Wasserfällen und Essen überall. Und was soll ich hier tun? Hol das glänzende Ding, untersuche den Brunnen und seine Umgebung. Machen wir erstmal das. Du musst diesen Brunnen untersuchen. Und was sonst noch in diesem Raum ist. Ja. Weil vielleicht ist das Wasser so kochenheiß, dass er sich die Hände verbrennt. Die Tür ist verschwunden. Gut. Zumindest kann ich sie nicht mehr sehen. Ich bin hier gefangen und alles, was ich sehen kann, ist dieser gigantische Brunnen. Du kennst den Spruch. Nichts, was sich zu haben lohnt, fällt dir in den Schoß. Kannte ich jetzt nicht, ne? Die Brunnen hat so eine Art Mechanismus von der Außenseite. Vielleicht ist das die Möglichkeit, diese irre Lavaspa abzuschalten. Was soll ich tun? Ja, abschalten wäre schon nicht schlecht. Untersuche den Mechanismus. Vielleicht kommt man darüber zum Boden dieses Brunnens. Das ist mir lieber, als in dieses kochende Suppenwasser zu steigen. Ja, es macht auch weitaus mehr Sinn. Oh ne, gleich wieder ein Rätsel. Na, Gratulation. Okay, wir können 3 Dinge bewegen. Jetzt haben wir hier alle 4. Was bringt uns das aber?
Okay, wir können hin und her switchen, aber das sorgt jetzt irgendwie nicht dafür. Dass sich dadurch halt irgendwas freischaltet. Gibt's irgendwo was anderes, was wir sehen können? Achso, Moment. Achso, aber das bringt auch nichts. Okay, jetzt verstehe ich. Wir sehen in der Mitte hier die Farben, wo das rein soll. Und dahin müssen wir die Teile auch bewegen. Verstehe. Okay. Genauer hingucken macht schon irgendwie Sinn. Machen erstmal immer eine Farbe nach der anderen. Glaube ich, das Effektivste und das Einfachste. Sagt das Effektivste und das Einfachste. Jetzt muss man ja doch ein bisschen genauer nachdenken. Wo wir was zwischenparken. Ich noch voraussagen, dass ich mich jetzt gleich unheimlich dämlich anstellen werde.
Okay, jetzt müssen wir nur noch die beiden hier in die richtige Position bringen. Diesen jetzt links davon hin. Oh, ein Endeffekt, oder? Okay, ganz dämlich habe ich mich jetzt auch nicht angestellt. Bin ich ja ein bisschen froh. So. Verdammt, für einen Augenblick dachte ich, ich würde zur gleichen Zeit schmelzen und ertrinken. Dieser Mechanismus ging an und stoppte den Wasserfall und ließ alles Wasser aus dem Brunnen fließen. Und jetzt ist der Raum vollkommen still und ruhig. Dahinter, hinter dem Brunnen, ist eine Tür. Und das schimmernde Objekt am Boden des Brunnens hat sich als wirklich netter Koffer mit einem glänzenden Schloss herausgestellt. Mit einem glänzenden, nicht abgesperrten Schloss. Endlich wird mir eine Pause gegönnt. Ja, freu dich nicht so früh. Boah, Achtung oder öffne ihn. Achtung, Will Robinson, das riecht nach Falle. Worauf wartest du? Öffne ihn. Okay. Das Spiel hat uns gelehrt, dass wir vorsichtig sein sollen. Aber was wäre das Leben ohne Gefahr? Ist das nicht das, was dir jeder zu sagen versucht? Über TED Talks, Bücher, soziale Medien, sogar William Faulkner. Du kannst nicht neuen Horizonten entgegenschwimmen, wenn du nicht mal den Mut hast, die Sicht zum Ufer zu verlieren. Wir haben die Sicht zum Ufer bereits in dem Moment verloren, in dem wir aus diesem Raum herausgetreten sind. Wir sind in der Mitte des Ozeans, wir müssen weiterschwimmen. Lass uns diesen fanatischen, vollkommen irgendwas. Lass uns den fanatischen, vollkommen deplatzierten Kopf noch öffnen und hoffen, dass wir uns, dass er uns schneller schwimmen hilft. Hey, ein Pink Ass mit L drinne. 52 Karten befinden sich in einem Standardblatt, so viele wie dieses Jahr Wochen hat. Und wenn man die Werte zusammenzählt, kommt man auf die Zahl des Tages eines Jahres, 365. Die Amerikaner nutzen ausschließlich aus Pink Ass bestehende Blätter zur psychologischen Kriegsführung, ja? Die Pink Ass schreit förmlich nach Tod. Waren auf den anderen Sachen, auf diesen anderen Objekten hier nicht auch Initialen eingraviert? Könnte das sein, dass hier dann die Buchstaben reinkommen? Großartig, du hast diesen riesigen Brunnen mit seiner tödlichen Feind und seinem versteckten Kummer, in dem sich ein Pik. Achso, ja. Nicht mal ein paar Roulette-Chips, um die Stimmung ein wenig zu heben. Meine ganze wunderbar inspirierte Rede für den Mist. Lächerlich. Man tut sein Bestes, um mit dem Rhythmus all dieses Unsinns Schritt zu halten. Und ja. Komm ich nicht weiter? Okay, ganz viele Maya-Statuen. Boah, ich hätte gerne noch den Rest des Chats gelesen. 54 Spieler einschließlich dir wissen, dass Mut, wenn man Todesangst hat, sich aber trotzdem in den Sattel schwingt. Was? Wissen, dass Mut ist, wenn man Todesangst hat, aber sich trotzdem in den Sattel schwingt. Und Mut ist auch jemanden zu zitieren, ohne ihn als Quelle zu nennen. Ja. Kapitel 18. Se Muto Separatus. Lächerlich. Man tut sein Bestes, um den Rhythmus all diesen Unsinn Schritt zu halten, aber es geht schon viel zu weit. Da ist jemand, der sich dank mir seiner oder ihren Arsch ablacht. Ich habe keine andere Wahl, als weiterzumachen. Ich mache mich Richtung Tür auf. Okay, das war das, was wir noch gelesen haben. Was soll hängen? Gerade mal, noch ein Raum.
Buddha bedeutet der Erwachte, ein einzigartiges Wesen, dessen Wissen um die Geheimnisse der Existenz, welches es durch seine eigene intuitive Weisheit erlangt hat und den Pfad zur Erleuchtung lehrte. Das grundlegende Konzept des Buddhismus lässt sich in einer der vier edlen Wahrheiten und der edlen achtfachen Pfad zusammenfassen. Was zum Henker geraten war, nach dem noch ein Raum, ein Gebetsraum natürlich. Das sind einige Statuen, viele brennende Kerzen und ein kleiner Kühlschrank. Der Drecksack ist wirklich reich. Das muss ein besonderer Ort sein, an dem er um Vergebung bittet und ein paar erfrischende Erfrischung zu sich nimmt. Was sind wir, wenn nicht Täuschler? Ich verschwende Zeit, die ich nicht habe und beginne wirklich müde und frustriert zu sein. Weiß nicht, ob ich diese nie endende wollende Geschichte fortsetzen will. Meine Geduldsfaden ist ziemlich dünn. Boah, wieder Kühlschrank untersuchen? Denk an den Preis, rauskommen, beruhige dich und untersuche den Kühlschrank. Wir müssen umdenken und weitermachen. Beruhige dich und untersuche die Statuen. Mach mal hier Kühlschrank, vielleicht ist ja doch Essen drin. Aber sowas von. Immerhin besteht die Chance, was zu essen oder was zu trinken zu finden. Cool, ich habe Wasser gefunden. Und so ein Pfadfinderding. Nicht Pfand. Einer dieser Kompasse mit denen... Kompass symbolisiert den Gedanken, durch eine unsichtbare Kraft einen übernatürlichen Weg zu folgen. Wird allerdings nahe der magnetischen Pulle als unnütz erachtet. Das ist so ähnlich wie bei unserem inneren Kompass, der durch die Nähe von Bewusstsein und Unbewusstsein beeinflusst wird, was uns in einen Zustand extremer Desorientierung bringt. Cool, ich habe Wasser gefunden und zum Pfadfinder. Einer dieser Kunden, mit dem man auf Expedition Karten liest. Macht wirklich Sinn. Bei all diesen Statuen und dem Weihrauchgestank würde ich mich auch verloren fühlen. Aber die Nadel funktioniert nicht, scheint verklemmt zu sein. Warte mal, da ist eine gedruckte Karte. Nein, Gamasch. Okay, wir sind wieder im nächsten Rätsel. Das nächste Rätsel lösen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Soll ja ein bisschen spannend bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.